Video Nummer 4, Chor 700. Er steht hier schneller als ich dachte, flugfertig vor mir. Bevor ich die verbaute Elektronik vorstelle und noch auf offene Fragen aus dem Video 3 eingehe, möchte ich euch vorstellen, wie ich auf dem Flugfeld so die Einstellflüge bzw. die Einlaufschwebephasen eines neuen Helikopters so gestalte. Und da könnt ihr dann auch sehen, was ein Helikopter in Zusammenarbeit mit meiner Spektrum DX9 und einem V-Stabi so drauf hat. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Ha ha!
Core 700, eine Spektrum DX9, ein V-Stabi und der neue Binford 6100 Autopilot für Helikopter. Das funktioniert hervorragend, wie ihr gerade im Video sehen konntet. Und wer jetzt tatsächlich versucht, das nachzumachen, dem wünsche ich viel Glück dabei und ein gut gemeinter Rat von mir. Wenn du das tatsächlich glaubst, was du da gerade gesehen hast, dann solltest du dir schnellstmöglich professionelle ärztliche Hilfe besorgen. So, Spaß beiseite. Wie man so schön sagt, widmen wir uns dem Helikopter, dem Core 700 mit der verbauten Elektronik. Ich habe mich entschieden, die neuen 695er Hochvolt-Servos gegen die HBS 870 Hochvolt-Servos von Graupner auszutauschen. Die haben gute Arbeit in meinem Logo 800 geleistet und hatten bereits gekürzte Kabel. Die Stecker habe ich hier neu gecrimpt und die Kabellänge natürlich neu angepasst. Motor, Regler, das BEC und das Flyballess-System sind so geblieben, wie ich das bereits im Video 1 erwähnt habe. Kommen wir zur Mechanik. Das Problem mit der Heckeinheit ist gelöst. Juhu! Der Steven Betzler hatte da noch einen Ass im Ärmel und konnte für mich aus China die erforderlichen Ersatzteile bestellen. Lieber Steven, vielen Dank dafür nochmal an dieser Stelle. Der defekte Steuerschieber aus Messing wurde ersetzt durch einen Kunststoffschieber. Der flutscht jetzt super leicht durch die hohle Heckwelle. Und by the way, noch eine Korrektur aus dem Video 1. Die Heckrotorwelle ist natürlich nicht 5 mm, das ist nämlich der Schieber, den ich da gemessen habe. Die Heckwelle ist tatsächlich 8 mm dick, aber natürlich ist sie innen hohl, weil der Schieber da ja drin arbeiten muss. Kommen wir zum Hauptrotorkopf mit seiner zentralen Hauptrotorwellendämpfung. Die funktioniert meiner Meinung nach hervorragend. Im gesamten von mir getesteten Drehzahlbereich habe ich kein Wobbeln feststellen können, noch nicht mal im Ansatz. Auch keine Unruhen, das lief, was hier um den Rotorkopf alles passiert, alles seidenweich und da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Kommen wir nun zu meinem Problemkind, das Hauptzahnrad. Ich habe mir natürlich gleich eins mitbestellt aus China, ein neues. Und der Steven war so nett und hat mir noch ein sehr gutes Gebrauchtes auch nochmal zukommen lassen. Ich habe das Zahnrad drinnen gelassen und lasse es auch drinnen aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, das Zahnrad eiert gar nicht so stark, wie ich es im Video Nummer 2 behauptet habe. Das Problem ist hier ein ganz anderes. Ich habe das nochmal unter die Lupe genommen, könnte man glaube ich so sagen. Und zwar sind die Abstände zwischen den Zähnen hier, sagen wir mal, nicht aufs Zehntel Millimeter genau gefertigt worden. Und deswegen kann es nicht vernünftig in das Metallzahnrad greifen. Ihr erinnert euch vielleicht an die roten und die blauen und die grünen Punkte, die ich hier aufgemalt habe. Die roten, das hat es ja so ein bisschen geklemmt oder lief es sehr rau. Und bei den grünen war es perfekt. Wie kam das? An der roten Stelle, wo ich rot gekennzeichnet habe, sind die Zähne etwas weiter zusammen. Ich spreche hier immer noch von Zehntelmillimetern, ja. Und da können die Zähne nicht richtig ineinander reingreifen. Bei den grünen Punkten waren die Zähne, ich übertreibe, richtig ordentlich gut auseinander. Und da konnten sie richtig reingreifen. Und dadurch kam es, dass es nicht so lief. An einigen Stellen sehr rau lief und an anderen halt eben perfekt. Der zweite Grund, warum ich es drinnen lasse, bestätige ich nochmal den ersten hier. Wenn der Steven, ein erfahrener Modell-Helikopterpilot,
der schon über 900 Flüge, wie er geschrieben hat, mit dem Helikopter gemacht hat, der weiß, wovon er spricht. Und wenn der mir schreibt, lieber Frank, lass das Zahnrad drin, du wirst feststellen, nach 20, vielleicht 30 Flügen wird es immer weicher, die Mechanik, und wird nicht mehr so rau laufen. Und das bestätige ich hiermit. Ich habe jetzt 20 Flüge gemacht. Gestern habt ihr ja gesehen, auf dem Platz, ganz chillige Flüge. Und es ist schon nach 12 Flügen ist es schon viel, viel weicher geworden. Und ich denke, nach weiteren 20, 30 Flügen läuft die Mechanik so, wie ich sie gerne hätte. Was ist noch interessant? Wie groß wirkt der Helikopter hier und wie schwer ist er denn überhaupt? Ich habe mal einen Vergleich gemacht mit meiner Goblin 770. Ihr seht hier, der Rotorkopf, der sitzt bei der Core 700 etwas tiefer und das Heck von der Core ist natürlich etwas kürzer als beim 770er Goblin, aber optisch sind beide Helis gleich groß. Das bestätigt auch das Gewicht. Flugfertig inklusive 2x6S Turnigy Lipos mit 5000 mAh. Da wiegt ein Lipo 840 Gramm. Der Core bringt 5780 Gramm auf die Waage und meine Goblin 770 ist mit 580 Gramm um lediglich 20 Gramm schwerer. Zum Schluss noch eine kleine Anekdote, was natürlich den Core 700 betrifft. Vor ein paar Wochen saß ich auf der Couch, habe einen Film geschaut und als die Hauptperson dann ins Bild kam, dachte ich mir, die habe ich doch schon mal gesehen, die kenne ich doch irgendwo her, woher kenne ich denn die? Ich habe mal ein Bild für euch hier vorbereitet, da ist es. So, und jetzt kommt die Auflösung, welchen Film habe ich denn überhaupt geguckt? Hier haben wir Findet Dory und ihr müsst auch zugeben, dass da noch eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden ist zwischen der Core 700 und diesem Fisch. Fand ich ganz witzig, wollte ich auch noch mal loswerden. Ich werde noch ein fünftes Video machen, ein Flugvideo, aber dafür muss ich den Core natürlich erstmal ordentlich in die Luft bringen. 100, 200 Flüge werde ich da wohl machen müssen. Hier und da eine Aufnahme und dann, sagen wir mal, einen Abschlussbericht bringen über den Helikopter. Aber das wird noch ein paar Wochen dauern, bis es denn soweit ist. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao.